auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Meine Sportfreunde, Endergebnis im Kellerduell im Lokalkampf zwischen dem SV. Timo, gerade hast du eben gesagt, bitteres Spiel für euch. Aber bitter wird es wahrscheinlich gewesen sein, weil ihr auch die Chance gehabt habt, hier Punkte mitzunehmen. Ja, kannst du mehr dazu sagen? Ja, es war schon extrem bitter. Jetzt so direkt nach dem Spiel ist echt eine bittere Niederlage, weil ich denke, alle haben hier gesehen, dass hier mehr drin war für Friedrichsthal, dass wir spielerisch meiner Meinung nach die bessere Mannschaft waren, dass Spielberg ein Standardtor gemacht hat nach dem Eckball, wo man nicht gut stehen, und ein Elfmetertor. Ich finde, mehr kam auch nicht wirklich bei rüber. In der ersten Halbzeit war noch so eine Chance, wo wir fast ein Eigentor machen und ein, zwei kleinere. Aber in meinen Augen wäre der verdiente Sieger klar wir gewesen oder auf jeden Fall mindestens ein Punkt. Und hier als Verlierer vom Platz zu gehen, das ist schon arg bitter, ja. Ja, du hast das Tor gemacht. Bringt dir jetzt natürlich nicht so extrem viel, aber kannst du trotzdem ein paar Worte dazu sagen, wie dir das gelungen ist? Ja, das ist schon kurios bei mir. Also ich werde schon... Ich glaube, meine ganze Fußballerkarriere werde ich auf den Arm genommen, dass ich eigentlich kein Kopfballduell gewinne. Und witzigerweise hat der Hans beim Kopfballduell, der dann den Ball zu mir bringt, ruft noch Patrick. Also, dass der Patrick dann den zweiten Ball kriegt und dann plötzlich stehe ich da, gehe hoch und kann es gar nicht fassen, dass er letztendlich über die Linie geht mit gefühlt 3,2 km/h. Dass ich ein Kopfballtor mache, noch in meine alten Jahre, das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Dann noch gegen den Ex-Verein. Ich habe 6 Jahre hier gespielt und habe auch eine glückliche Zeit hier gehabt. Und das war schon ein schöner Moment, dass es dann letztendlich nicht gereicht hat. Ich hätte gerne noch das 2-2 gemacht, habe noch eine gute Chance gehabt in der zweiten Halbzeit. Dann wäre es noch umso geiler gewesen, dann wenigstens einen Punkt hier rauszulaufen. Klar, Tor war schön, Kopfballtor ist schön, aber einen Punkt oder 3 Punkte hätte ich liebend gern mitgenommen anstatt mein Tor. Ja, es war von Anfang an klar, dass es für euch schwierig wird. Auch für Spielberg wird es nicht einfach. Wie siehst du bei eurem Verein, bei eurer Mannschaft die Gesamtsituation und ja, das Potenzial der Mannschaft? Dass wir gegen Abstieg spielen, war vorher klar. Wir sind letztes Jahr irgendwie unverhofft mit 9 Punkten Abstand Meister geworden, sind dann in die Oberliga gekommen. Wir müssen uns in jedem einzelnen Spiel verreißen, ob die Mannschaft Spielberg heißt oder nächste Woche Stuttgarter Kickers. Wir müssen immer an unsere Leistungsgrenze gehen, das war uns vorher bewusst und ist auch uns immer noch klar. Es muss dann uns auch mal reinlaufen, so ein Spiel, vielleicht auch das Quäntchen Glück haben, das hatten wir heute nicht. Und vielleicht auch der Gegner mal nicht so einen guten Tag haben, das ist uns bewusst. Wir sind die kleinen Friedrichsthaler in der Oberliga, das nehmen wir auch an die Rolle. Da kommen wir auch gut mit zurecht, dass wir keinen Gegner an die Wand spielen, war uns vorher bewusst. Aber es ist einfach bitter. Wir stehen jetzt mit 3 Punkten da. Es sieht scheiße aus auf gut Deutsch, aber wir hätten auch heute mit 6 Punkten rausgehen können. Und dann heißt es so, ganz guter Start gewesen. Das ist immer so, an so einem Spiel das Ding festzumachen, finde ich ein bisschen schwierig. Ich bin zufrieden mit dem Kampfgeist, mit der Moral. Wir haben in Villingen, lagen wir 5-2 hinten und haben eine Moral bewiesen. Das war abartig auf gut Deutsch. Und auch heute, die zweite Halbzeit, wie wir Spielberg beackert und bespielt haben, auch spielerisches Niveau gezeigt haben. Da ziehe ich den Hut vor der Mannschaft und bin auch stolz auf die Mannschaft und darauf kann man aufbauen. Und dass es bei uns bis zum 34. Spieltag nur darum geht, irgendwie über die Linie zu kommen, das ist uns bewusst. Nächster Gegner, Stuttgarter Kickers. Klar, die haben sich einiges vorgenommen. Wahrscheinlich ist der Aufstieg als Pflicht vorgegeben worden. Wird sicherlich kein einfaches Spiel. Was denkst du, wie werdet ihr versuchen, euch da zu schlagen? Ja, wir gehen es an wie jedes andere Spiel auch. Auch wie heute, wie in Spielberg, ist eigentlich egal, wie der Gegner heißt. Dass wir gegen Stuttgarter Kickers mal spielen dürfen, unserem kleinen Studensee-Stadion. Die großen Stuttgarter Kickers, die immer in der zweiten Liga, dritte Liga waren und jetzt bei uns in der Oberliga auftauchen, das ist eine schöne Sache. Also ich freue mich auch persönlich sehr auf das Spiel. Ich habe schon ein bisschen hingefiebert, so die ganze Runde auf das Spiel. Ja, es ist klar, dass wir schon defensiv eingestellt werden, also dass wir uns defensiv einstellen werden, das ist klar. Da sind Spieler mit Drittliganiveau, Regionalliganiveau, wo die alles schon rumgerannt sind, das können wir einfach nicht bieten. Wir müssen versuchen, mit Kampf, Moral, mit Zweikampfstärke, mit Laufbereitschaft, mit Wille dagegen zu halten und vielleicht kann noch mal so ein Standardtor mal durchrutschen oder man nimmt einen Punkt mit und vielleicht auch die große Überraschung, ich weiß es nicht. Wir lassen es auf uns zukommen. Erstmal diese Niederlage heute hier sacken lassen, mal eine Nacht drüber schlafen und dann am Mittwoch geht es dann wieder ins Training. Dann versuchen wir das ein bisschen aufzuarbeiten
Und dann gehen wir die Kickers an, wie jedes andere Spiel. Und da kann man sich eigentlich nur drauf freuen, gegen so einen Gegner wirklich spielen zu dürfen. Timo, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank, wünsche ich dir auch und weiter so mit dem Programm. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.